Abend hat uns einen Wunsch erfüllt, uns, unsere Träume zu realisieren und uns große Freude im Zusammenhang mit einer Freude, die man anderen Menschen bereitet. Und dabei hat mich die Sonne natürlich fantastisch unterstützt. Und noch eine kleine Anmerkung, wir sind heute zu dritt, obwohl sie uns nur zu zweit sehen. Und zwar die Sonja, der Gerhard und Life Wave. Was sagst du, Sonja, dazu? Jawohl, ich unterstütze das von Gerhard. Und das eine gesagt, wie wir zu Life Wave gekommen sind, erklären wir gleich. Okay? Okay. Angeht, wie ich angefangen habe, 2005 LifeWave zu kleben. Das ist von der Vitalität, vom Wohlbefinden her und vor allen Dingen dieses, eine innere Zufriedenheit. Das war eine ganz, ganz fantastische Sache, die hat richtig gut getan und natürlich ein bisschen die sportliche Seite, wo man gesagt hat, es wird einfach unterstützt, man ist besser drauf, der Körper fühlt sich wesentlich besser. Dem muss ich nicht mehr viel hinzufügen. Das war wirklich super. Vielleicht noch einen kleinen Punkt. Unser wirklich erstes lebendiges Erlebnis war das Meeting mit David und mit Mike im Mondsee in Österreich. Da waren über 300 Leute da. Das war 2006. Also, Glück bedeutet für uns, dass wir zwei uns haben. Und Glück auch? Glück bedeutet auch, dass wir auch LifeWave haben, uns in Graz bei LifeWave so wunderbar ergänzen, um die Botschaft an alle lieben Menschen zu senden, die auch mit LifeWave Glück haben, Gesundheit haben und sich auch darüber freuen. Ja, das kann ich gerne sagen. Das Geschäft ist im Grunde genommen bei uns nebensächlich. Das Wichtigste ist bei LifeWave, dass es den Menschen gut tut und dass sich dann daraus etwas entwickelt, wenn man das weitergibt. Das ist ganz klar. Und das ist dann das Geschäft. Aber grundsätzlich eines, dass es für den Menschen gut ist. Red nach vorne. Dass es den Menschen richtig gut tut. Da wir beide authentisch sind, darf ich auch in dem Zusammenhang der Sonja ein wenig widersprechen. Natürlich ist das Geschäft auch wichtig, wenn die Produkte funktionieren. Und das ist bei LifeWave definitiv der Fall. Kleben mehr Energie und nichts bringt den Körper ein.
Ich habe das dem Gerd erzählt. Weißt du, was wir gesagt haben? Was? Lauter? Wie soll sowas funktionieren? Das kann es nicht sein. Naja, was kann nicht sein, das muss man einfach probieren. Und deshalb haben wir uns gesagt, hier Pflaster kleben und erleben. Am Pflaster weitergegeben und es sind ein paar da, die Alten auch noch, die das am Anfang mitgeklebt haben. Und es hat super, super funktioniert. Und deshalb. Das haben wir heute gehört. Ja. Aber wäre die Frage, die jetzt Mike gestellt hat, der Glaube an Lifehave hat uns die Kraft gegeben, weil irgendwie vom Spirit her haben wir das Gefühl gehabt, da steckt etwas ganz Großes dahinter, auch wenn wir es noch nicht ganz verstehen. Das war der Anfang. Ja. I want you to know that when I met David and learned about Lifeway, I felt the same way. I knew there was something there because I wore the patches and they worked, but I didn't understand it at the time. And since then, I've of course been to work with David every day and I understand it much better now, but the effect on me was all I needed. It was, well, as our friend Chuck Michael says, I don't know how they work, but let me tell you what happened to me. Right? Do you remember in 2006 we had a big meeting in Muncie? And we stood there in 2006 and we're talking about how we are going to be growing and all across Europe and other countries. And it took a little while. But we've gotten there, but it took probably 2 years. What was it like having to have patience and stamina to get through all that? Ja, die Ausdauer hat uns dann in der Zwischenzeit Stärke gegeben, weil wir schön langsam aufgrund der Erfahrungsberichte dann mitbekommen haben, dass es wirklich übrigens auch. Und ja, und dann haben wir die Kraft und die Stärke gehabt, diese Zeit zu überbrücken. Die Zeit, ihr wisst das alle, was wir meinen, das mit der Anmeldung, weil es steht ja bei uns in Europa auch jemand dahinter, aus mit näher sagen, die einfach das nicht so wollen, dass etwas ganz, ganz toll funktioniert. Aber in der Zwischenzeit ist alles in Ordnung, alles super, es ist alles angemeldet und es funktioniert. Wie? Well, why don't you tell them about this award that just happened and give everybody a sense of how this came about. Ich kann das sagen, es gab, ich brauche da noch jemanden zur Unterstützung. Ich brauche da noch jemanden zur Unterstützung. Und zwar, das ist die Renata Smolkova. Renata, komm mal bitte. Ja, Renata, Partnerin, Lifehave-Partnerin aus der Slowakei. Eine super Lifehave-Partnerin und die waren jetzt auf einer Messe und da hat Lifehave einen Preis bekommen. Ohne dass wir davon etwas wussten. Sozusagen, ich wusste davon auch nicht vorher. Also wir haben zum ersten Mal auf einem Anstoß einer Messe. An einer Messe teilgenommen, und zwar es war in Bratislava, das war, spezielle Messe Slow Medica und Non Handicap, und meine Lifehave-Partnerin, die hat einfach sich angemeldet und hat einen Stand einfach organisiert, und sie hat mich gebeten, dass ich ihr Unterstützung mache, und vorher hat sie natürlich
hat sie sich entschieden selber, mir hat das auch später gesagt, sie hat Life Wave Patches in Wettbewerb angemeldet. Und natürlich musste sie alle Unterlagen, das habe ich ihr schon dabei geholfen, aber ich habe davon eigentlich nicht viel erwartet. Und nach dem ersten Messetag haben wir einfach mitbekommen, dass wir goldene Medaille für Life Wave Patches bekommen haben. Das war ein unglaubliches Ergebnis. Und noch etwas dazu, wir hatten wirklich den kleinsten Stand an der Messe. So wirklich so ein kleiner Stuhl, wo die Life Wave Patches ausgestellt waren, und da plötzlich ist Direktor von der Messe gekommen mit dem Diplom. Es war wirklich sehr kurios. Alle per E-Mail dann, wir machen das schön zusammen. Und dann kam noch jemand an der Messe vorbei, das möchte ich auch noch, bitte Renata, dass du das erklärst, eine Frau im Rollstuhl. Und was hat die gemacht, ein paar Meter bevor sie zum Stand hingekommen ist, wie sie das nur gesehen hat? Ja, plötzlich habe ich eine, sozusagen, man kann nicht schreien sagen, sondern jemand hat gerufen, ja. Das sind die Patches. Ich habe plötzlich Angst bekommen, sozusagen. Wirklich, die Dame hatte einen Rollstuhl, aber sie war dort halb liegend. Und wirklich Minimum dreimal hat sie das so gerufen. Und dann ist sie näher gekommen und hat eigentlich den Grund erklärt, warum sie so überrascht ist, dass sie endlich in Bratislava oder in der Slowakei die Life Wave Patches sieht. Sie war vor 2 Jahren in Turbat Piešťany, vielleicht kennt das jemand, für Bewegungsprobleme. Und sie war damals noch ohne Rollstuhl, aber in unglaublichen Schmerzen. Und sie hat erzählt, dass wirklich ihr hat das Personal die verschiedenen Kuren nur mit 10 Minuten Abstand gegeben, und sie konnte sich wirklich eigentlich nicht richtig bewegen, sozusagen. Sie musste auf allen Vieren bei manchen Anwendungen also sich bewegen. Und wenn eine mit, jetzt weiß ich nicht, ob das Mitpatientin war oder jemand, der in Kur war, das war eine Russin, die unglaublicherweise Eisweg hatte und hat ihr eigentlich Eisweg geklebt. Sie hat gesagt, in Sekunden, es war schon so großes Publikum bei unserem Stand, der das zugehört hat, das war unglaublich gut, und nur die Weise, wie sie diese Russin oder diese Dame aus Russland sie gepatcht hat, war für mich sehr selthaft oder sehr seltsam. Weil sie hat ihr braunes Patch auf Gelenk geklebt und linkes und weißes hat sie in die Hand gegeben. Und innerhalb von Sekunden hat es gewirkt. Also das war auch super. Danke. So all of that was at a fair. With a stool with patches. Yeah. Imagine what could have happened if we'd had a booth. Okay, well, one more question. What do you see for the future of Life Wave in Austria, Germany, this part of the world? Super, aber ich habe dazu, ich lerne täglich dazu, weil ich einfach offen bin. Life Wave hat mich geöffnet. Sie haben gestern einen Satz gelernt, und darf ich jetzt zum Besten geben, der stammt nicht von mir, der stammt von der Hermine. Gesundheit macht Spaß. Je mehr wir gesund sind, umso mehr Spaß und Freude haben wir, und so weniger denken wir an Krankheit. Also das Negative weg, das Positive im Vordergrund. Hallo. Gibt's das noch?